Es werde Licht. Auf Bitten und Betteln der Fernbedienung her wird es in jedem erdenklichen Winkel des Raumes Licht. Das Ganze können wir hier auch noch individuell steuern mit verschiedenen Farbeinstellungen. Einmal ein weißes Licht, einmal ein gelbliches Licht. Das Ganze lässt sich mit jeder Birne einzeln steuern. Wir können natürlich auch noch zusätzlich das Flackern ausstellen. Wir können das Flackern stärker stellen. Und wir können auch noch einen RGB-Farbmodus auswählen. Das heißt, jede Kerze einzeln ansprechen. Dementsprechend sieht man das Ganze hier. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt im Video. Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist am Start. Und zwar bei der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar, meine lieben Freunde, Weihnachten steht natürlich wieder vor der Tür. Ich hoffe, ihr seht das Video jetzt an der Stelle nicht. Nächstes Jahr erst im Juni oder irgendeinem Jahr im April, was weiß ich. Dementsprechend gucken wir mal ganz kurz rein. Haben wir uns was Neues vorgenommen. Und zwar gibt es dieses Mal bunte Weihnachtskerzen. Ja, es ist tatsächlich soweit, der Weihnachtsbaum wird bald wieder geschmückt. Dementsprechend habe ich gedacht, guckst du dich mal um. Gibt ja schon so ein paar Jahre auf dem Markt so eine lustigen Kerzen, die man mit Einzelbatterien bestücken kann. Wirtschaftlich völlig in Ordnung, wie man so sehen kann. Denn ja, da wird überhaupt gar kein Müll produziert. Kleiner Spaß am Rande. Wir können natürlich aber auch Folgendes machen, nachdem wir die Bataillon hier von schweren Batterien irgendwann mal aufgebraucht haben, kann man hier natürlich auch auf Akkus umsteigen. Dementsprechend wollte ich mir das Ganze jetzt mal anschauen. Wir sind jetzt erstmal bei einer kleinen Variante gelandet von 10 Stück. Kostenpreis 15 Euro. Gab es irgendwie vor ein, zwei Jahren, habe ich das erste Mal gesehen, also 2016, 17. Überteuert natürlich im Einzelhandel. Jetzt Made in China dementsprechend, aber auch günstiger zu haben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein, was wir denn hier so sehen. Wir haben jetzt hier diese kleinen Kerzchen, die wir hier so sehen können, die ausgestattet sind mit einer kleinen Fernbedienung. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, Bataillon an Batterien kriegen wir dazu. 10 Stück an der Zahl. Das finde ich mal sehr praktisch, wenn man die Dinger bestellt. Allerdings wird es interessant. Die Geräte gibt es auch, ich glaube, mit 60 Kerzen. Also die Pakete mit 60 oder 100 Kerzen. Das heißt, ihr bekommt 100 Batterien wahrscheinlich dazu. Kostenpunkt ist für so ein Set zwischen 50 und 100 Euro. Wie gesagt, hat der Paketbote mehr Batterien zu schleppen wahrscheinlich als eine Autobatterie selber. Gucken wir uns jetzt mal ganz kurz die Verarbeitung der kleinen Kerzen so an. Wir haben jetzt natürlich so ein kleines Kerzchen, welches hier aus Plastik gestaltet ist, und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, das Ganze dann hier drauf zu stecken und mit so einer Kroko-Klemme ein wenig zu gestalten. Na gut, das wackelt sich hier gerade eins zurecht. Ich hoffe, das ist nicht bei jedem so. Gott sei Dank. Das ist dann hier Mist. Das legen wir mal zur Seite. Auf jeden Fall haben wir hier denn die Möglichkeit, das einigermaßen zu fixieren, dass es dann halt nicht so wie so ein Lämmerschwanz am Baum hin und her wackelt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sieht das Ganze eigentlich aus und was können diese kleinen Kerzchen denn so, wenn wir jetzt erstmal eine Batterie inseriert haben. Wir probieren das Ganze selbstverständlich erstmal mit den Niedervolt-Akkus aus. So, an der Stelle nochmal ein bisschen Ausstattung ins Bild geholt. Einmal jetzt hier den Multimeter für die Batterien und an der Stelle jetzt hier die guten Warta-Packs. Damit hatte ich mich vor einiger Zeit auf Amazon gut und günstig eingedeckt, weil ich schon darauf vorbereitet war, dass die Dinger jetzt hier hinzukommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir probieren das mal aus. Die Akkus sind größtenteils immer vorgeladen, müssten so 1,2 bis 1,3 Volt haben. Haben sie. 1,3 Volt sind drinnen. Man darf nicht vergessen, die normalen Standardbatterien haben 1,5 Volt und meistens laufen die LED-Lampen auch mit 1,2 Volt Batterien. Das heißt, die sind im vollgeladenen Zustand natürlich höher als 1,2 Volt, 1,3, wie wir eben gesehen haben. Da wird das Ganze dann interessant, aber ihr müsst sie halt nicht wegschmeißen, sondern das wird auch an der Stelle wirklich gut funktionieren. So, und da sehen wir auch schon, wie gut das funktioniert. Und das Kerzchen fängt auch schon direkt an zu flackern. Das heißt, ich muss also wirklich nur die Batterie direkt reinpacken und kann also schon loslegen. Natürlich ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man Akkus benutzt, dass man die Akkus natürlich auch länger verwenden kann, nämlich mit öfters aufladen. Wir haben jetzt hier die 2100 mAh von Warta, wie gesagt, keine Produktplatzierung an der Stelle mal gesagt, ja. Einfach nur, weil sie gut halten. Ich habe sonst noch welche aus dem Kaufland, aber die sind bisher überall in einzelnen LED-Ketten oder LED-Leuchten verbaut. Dementsprechend musste jetzt das neue Paket herhalten. So, wir sehen also, auf den ersten Blick funktioniert das Ganze ziemlich gut. Ich bin soweit sehr erstaunt und sehr zufrieden und muss sagen, das ist schon mal der Anfang. Hoffentlich natürlich nicht vom Ende, aber wie gesagt, soweit sehen wir. Wir haben von den 10 Kerzen schon mal welche zum Leuchten gebracht. Wieso ist die jetzt hier eigentlich wieder ausgegangen? Gibt es jetzt hier irgendwelche Komplikationen? Nee, gibt es nicht. Die fängt also auch wieder schön an zu leuchten. Die stellen wir jetzt mal in Reihe und Glied auf, sodass wir sehen... Was ist denn hier los? Hier ist ein bisschen Span dran. Ah, etwas unsauber verarbeitet. Ah, da sieht man es. Die steht schon mal nicht ganz gerade. Aber wie gesagt, ist teilweise nicht so schlimm, da die ja hier mit drauf gesteckt werden. Wenn es denn funktioniert, kommt sie da rein? Nicht so richtig.
Da haben wir es wieder ein bisschen mit Qualitätsproblemen zu tun. Hier an der Stelle, die sind gut ausgefräst. Da muss man ansonsten tatsächlich hier auch bei der leider nochmal mit der Nagelfeile ein wenig ran. Das ist die zweite. Zwei Stück von 10, also 8 sind gut. Und die anderen zwei Stück muss man auf jeden Fall nochmal etwas nachfeilen, damit das Ganze dann wirklich gerade ist. Sonst kriegt man die hier nicht in die vorgefertigte Apparatur. Doch, nee, naja, nicht so richtig reingedrückt. Funktioniert mit den anderen definitiv besser, wie wir jetzt hier an der Stelle gleich mal ausprobieren werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal wichtig zu sehen. Dementsprechend packen wir mal alles, was unwichtig ist, hier hinten mit rein. Denn ich wollte ja nochmal direkt auf die Details der kleinen Kerzen eingehen. Die haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, die sitzt ganz gut hier drinnen. Hier, die schief steht, ist halt nicht ganz gerade gefeilt, egal. Die können wir natürlich bedienen. Wir haben natürlich per Fernbedienung die Möglichkeit, die zu steuern. Einmal haben wir den On-Button, dann funktioniert das von alleine, wie wir jetzt hier schon so sehen. Die machen auch ein schönes Licht. Ich bin jetzt echt erstaunt. Man darf natürlich, wie gesagt, nicht Einzelbatterien nehmen, sonst ist der Verbrauch wahrscheinlich ziemlich hoch, wenn man die jeden Abend anhat. Dann gibt es On 1, On 2. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Wir haben also eine schöne, wie soll ich das ausdrücken, eine so, wieso hatten die eine jetzt nicht reagiert? Ach, gucke. Ach, ist ja interessant. Ach, man muss auch ganz genau mit der Fernbedienung darauf achten, dass man sie alle ansteuert. Ansonsten, wenn ich jetzt wahrscheinlich nur die hier nehme. Nee, da haben sie alle reagiert. Nee, du siehst, reagieren sie auch alle. Auf jeden Fall haben die unterschiedliche LEDs drin, wie man das Ganze so sehen können. Und zwar einmal die roten LEDs. Da habt ihr gedacht, euer Tannenbaum ist Feuer und Flamme. Dann werden die im Farbwechslermodus automatisch grün. Gehen dann wieder hoch oder runter, je nachdem, zu blau. Ich denke mal, ich halte so meine Hände mal so ein bisschen dazwischen. Jetzt gehen sie so ein bisschen farblich ins Gelbe über und haben dann den RGB-Modus sozusagen fast vollendet. Also der Farbwechslerbaum. Wer es ein bisschen bunter mag an der Stelle, der wird sich vielleicht ganz gut freuen darüber. Geht es jetzt ins Lilane und Rosane rein. Sehr interessant, muss ich mal sagen. Vielleicht muss ich mal ganz kurz ein Stück weißes Papier nehmen, dass man das Ganze idealerweise sehen kann. So, ich denke mal, das ist ganz gut erkennbar. Mit weißem Blatt. So ein bisschen hängen die zwei hinterher. Vom Timing-Modus gehen sie ein bisschen auseinander. Man sieht es aber ganz gut. Das heißt, wir haben also die unterschiedlichsten Optionen drin. Das war jetzt dann On 3 und On 4. Was können wir bei On 4 machen? Geht gar nichts. Machen wir mal On 1. Also das ist so die Standard-Flacker-Funktion von den Kerzen. Wie gesagt, ich habe nur das kleine Paket mit 10 Stück ausprobiert für die 15 Euro. Man kann ja erstmal testen, was man da überhaupt kauft, bevor man gleich 50 oder 100 Euro ausgibt. Das Ganze dann noch in einem schillernden, ich sag mal so Diamant-Look, was so weiß anbelangt. So, das ist goldgelb. Das ist so das Weißliche. Jetzt hat die eine schon wieder nicht reagiert. Müssen wir dann hinterher korrigieren. Dann klappt das. Dann, wie gesagt, nanu. Ach, deswegen klappt das nicht gleich auf Anhieb. Siehst du, da musst du auch aufpassen, ansonsten macht der ganze Baum, was du willst. Wenn ich jetzt hier mal gucke, das ist jetzt der Farbwechslermodus. Die hängt jetzt hier ein Stück hinterher, weil sie nicht gleich mit aktiviert wurde. Und was machen wir jetzt bei On 4? Ach, On 4 ist einfach nur leuchten lassen. Ah, konstant. Also On 1, da flackern sie alle. On 2 ist dieser hier. On 3 ist der Farbwechslermodus. Und wir müssen dann zurück auf On 1 gehen, um On 4 dann machen zu können, weil, wie gesagt, sonst bleiben die einfach so, wie sie sind. Oder kann ich jetzt Rot auch beibehalten? Oder Grün? Ich glaube nicht. Der bleibt im Farbwechslermodus. Also ganz wichtig ist, dass man die dann wieder zurückstellt auf On 1 und dementsprechend so bedient. Ja, weiter geht's. Wir haben hier Hoch- und Runter-Tasten. Was kann man denn damit eigentlich noch anrichten? Ah, die Helligkeit können wir noch weiter hochbringen. Der fühlt sich hier nicht angesprochen. So, nochmal, Helligkeit maximal hochschrauben. Das ist, wie gesagt, bei den Akkus stört mich das auch nicht so sehr, weil Akkus kann man ja, wie gesagt, nie genug zu Hause haben. Kann man auch günstig nachladen, sind halt nur eine Anschaffung teurer, aber lohnt sich auf jeden Fall ab dem 10. Mal laden. Dementsprechend braucht man da nichts mehr eingeben. Da haben wir hier noch auf der Fernbedienung einen 8-Stunden-Timer. Danach heißt es, nach 8 Stunden gehen die automatisch aus. Das ist schon mal ganz praktisch. Jetzt haben wir hier die SL-Taste. Die macht gar nichts. Dimmen können wir sie auf jeden Fall, das haben wir eben schon rausgefunden. Auf ganz dunkel oder ganz hell. Das geht auch klar. FL steht eigentlich für Flash, würde ich jetzt mal sagen. Wir gucken uns gleich nochmal die Anleitung direkt an. Und dann haben wir natürlich die Off-Taste, um das Ganze natürlich wieder individuell ein- und auszuschalten. Wir kriegen die auch übrigens nicht
Ach doch, wir kriegen sie mit On 3 kriegen wir sie an. Mit On 2 auch. Moment. On 2. Aber mit On 4 gehen sie nicht an. Als wenn On 4 keine Funktion hat. Sehr witzig. Außer natürlich, dass On 4 mit On 1 in Verbindung halt das Dauerlicht generiert. Ah, und natürlich auch bei den weißen Kerzen geht das Ganze auch. Aber eine Farbe, dass ich die konstant irgendwie so laufen lassen kann. Versuche mal durchzudrücken, ob das irgendwie hier in irgendeiner Hinsicht funktioniert. Das scheint nicht zu funktionieren, dass eine Farbe stehen bleibt. So, nachdem ich jetzt nochmal die Bedienungsanleitung durchforstet habe, ist mir nochmal eins aufgefallen. Und zwar ist die SL- und die FL-Taste einfach nur dafür da, dass wir ein schnelles Flackern generieren können. Das könnt ihr jetzt direkt sehen. Wir machen nochmal aus. Machen an. Das ist das normale Flackern. So, oben SL ist langsames Flackern. Das wäre jetzt der Fall. Und dann FL ist dann das hektische Flackern, als wenn der Wind gerade so kommt. Das Schöne daran ist natürlich, dass wir das Ganze natürlich auch individuell einstellen können. Das heißt, wir nehmen einfach zwei von den Kerzen und stellen die jetzt an. Und wenn wir die angestellt haben, Moment, jetzt sind die... Hä? Was ist jetzt los? Jetzt lassen sie sich auf einmal alle anstellen. Moment, jetzt muss ich selber noch mal kurz testen. So, angestellt, genau, jetzt haben die das hier nicht mitbekommen. Wir lassen die schnell flackern. Und wenn ich jetzt die hier hinten zufüge... So, wir stellen die hin. Nee, das funktioniert nicht. Ist ja lustig. Wenn ich die jetzt wieder auf On stelle, dann flackern die langsam und die schnell. So kann ich sie alle auf schnell flackern stellen, so alle auf langsam. Und wenn man sie direkt ausschaltet und wieder anschaltet, sind sie sowieso im langsam flackernden Modus drin. Interessant ist es dann, wenn wir dann die 4 drücken, dann leuchten sie ja, wie gesagt, dauerhaft. Wir können die Helligkeit verringern oder auch erhöhen. Das Ganze funktioniert auch hier so ganz okay. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir die jetzt hier, so, die lassen wir jetzt an der Stelle mal so leuchten. Funktioniert wieder nicht so, wie ich mir das vorstelle. Manchmal werden sie angefixt und manchmal nicht. Drücken Taste 4, können dann die Helligkeit verringern, können die Helligkeit natürlich wieder erhöhen. Finde ich schon mal ziemlich praktisch. Aber was interessant ist, pass mal auf, was passiert. Wenn ich jetzt hier, ach nee, das geht nur im RGB-Modus. Warum das so ist, weiß ich selber nicht. Wenn ich die hochnehme und dann so aufstuke, ist wahrscheinlich so, dass die Batterie in der Feder etwas zurückrutscht und sie gehen automatisch wieder in den normalen Flackermodus zurück. Dann drücke ich ganz einfach auf 4 und die leuchten dann ganz normal weiter in Gelb, beziehungsweise natürlich auch in Weiß, wenn ich das einstelle. Und einzelne Kerzen, die ich ansteuern möchte, die können natürlich im RGB-Modus bleiben. Ich kann mir aber keine direkte Farbe hier aussuchen, sondern ich kann jetzt bloß schauen, wenn ich jetzt hier oben die Helligkeit erhöhen will, muss ich wirklich hier unten erst auf die andere Taste gehen. Dann werden die heller bzw. die dunkler, die sich angesprochen fühlen, und die flackern an der Stelle, bleiben in der Farbeinstellung drin. Ist manchmal so ein bisschen eine Glückssache, das muss man erstmal ausprobieren. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht und ist eine interessante Sache. Das Ganze werde ich einfach mal ausprobieren. Natürlich braucht man natürlich genügend Batterien. Die kriegt man Gott sei Dank mitgeliefert. Da kann man an der Stelle erstmal gar nicht so meckern. Und das Schöne daran ist ja auch, dass der Preis wirklich sich im Rahmen hält. Ich zeige euch ganz kurz mal das Ding und werde es unten auch mal in die Amazon-Beschreibung reinpacken. Da haben wir es nämlich, die 10er LED Weihnachtskerzen mit RGB-Funktion, mit Fernbedienung und Batterien enthalten. Gibt es für, also 15 Euro an der Stelle aufgerundet, 14,69 Euro, 10 Stück. Ansonsten, was noch viel interessanter ist, es gibt dann wirklich hier für 100 Stück oder 100 Dinger sind dabei mit 100 Batterien für 93 Euro. Ich meine, 100 Batterien kriegt ihr auch ansonsten nicht für 93 Euro. Das ist natürlich schon mal praktisch, wenn man die Kerzen mit dabei hat. Oder 70 Stück für unter 70 Euro und 80 Stück für 74,29 Euro. Natürlich, wenn man das braucht. Also ich würde jetzt nicht noch mehr Kerzen an der Stelle holen. So zum Ausprobieren reicht es definitiv hin. Hier haben wir nochmal eine kurze Anleitung direkt der Fernbedienung. Könnt ihr gerne nochmal auf Stopp drücken, wer das Ganze nochmal direkt sehen möchte. Ansonsten haben wir jetzt hier nochmal die Abmessung. Wir sind also bei 10 cm in der Höhe. Sie sind halt wirklich so Überfinger groß. Das ist schon mal ganz praktisch, dass man die auch sehen kann. Man kann die normalen AA-Batterien benutzen, dass man auch immer wieder etwas hat zum Nachfüllen. Dann können wir nochmal ganz kurz direkt schauen. Hier wird natürlich nochmal beworben, dass es das Produkt ist und nicht irgendwelche anderen Marktprodukte, die ein wirklich warmweißes, lebendiges Licht erzeugen können. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt das ziemlich gut, dass wir jetzt hier wirklich verschiedene Varianten drin haben. Einmal von dem kaltweißen Licht, beziehungsweise auch von dem warmweißen Licht. Wobei man, wenn man clever ist, alles unterschiedlich steuern kann. Dementsprechend muss man bloß direkt darauf achten. Und dann kann man natürlich auch individuell hier zum Beispiel die Helligkeit bei denen runternehmen oder auch wieder hochnehmen. Oder wir machen das folgendermaßen und lassen die jetzt hier im RGB-Modus laufen. Ah, jetzt hat es die eine hinter meinem Kopf direkt trotzdem wieder erwischt und eine flackert in Weiß
auf jeden Fall oder in Goldgelb beziehungsweise weiter. Wenn ich das Ganze dann, wie gesagt, ein bisschen raus habe, kann ich das auch einstellen, wie ich möchte, sodass der Baum mit je nachdem, wie viele Kerzen wir haben, unterschiedlich in jeder Farbe erstrahlt, wie es denn nur geht. Ich werde euch da nochmal ein externes Video zu aufnehmen, wie das aussieht, wenn die Kerzen in der Nacht beziehungsweise im Dunkeln anfangen zu leuchten beziehungsweise zu flackern. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Auf Wiederschauen.